Gewalten oder schwere Kindesmisshandlungen, teilweise auch mit Todesfolge, sowie der sexuelle Missbrauch von Kindern bei der Herstellung von Kinderpornografie. Alles das sind Gewalttaten gegen Kinder, die im Jahr 2013 in Deutschland Schlagzeilen machten. Sie lenken die öffentliche Aufmerksamkeit punktuell und zeitlich begrenzt auf Kriminalitätsfelder, deren Opfer die schwächsten und schutzbedürftigsten Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Doch die allermeisten dieser Straftaten, nämlich die Kindesmisshandlungen, geschehen fernab von der öffentlichen Wahrnehmung, teilweise gar über Jahre hinweg, angeblich unbemerkt, obwohl eine aufmerksame Nachbarschaft statt Wegsehen nur hinsehen müsste. Die Zahlen der Polizeikriminalstatistik 2013 zu Gewalt- und Missbrauchstaten an Kindern, die ich Ihnen heute vorstelle, spiegeln daher nur das Hellfeld wider. Also die Straftaten, die angezeigt worden sind. Das Dunkelfeld ist wesentlich größer. Gewalt an Kindern im sozialen Nahraum ist ein sogenanntes Kontrolldelikt. Gemeint ist hier aber nicht die formelle polizeiliche Kontrolle, sondern vorrangig die informelle Sozialkontrolle des Nachbarschaftsraumes. Es sind aber auch Erzieher, Lehrer und Kinderärzte aufgefordert, misshandelte Kinder zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Wie sehen diese Zahlen für die einzelnen Kriminalitätsphänomene aus? Beginnen möchte ich mit den Kindestötungen. 2013 starben 153 Kinder in Deutschland durch Tötungsdelikte. Gemeint sind Mord, Totschlag oder Körperverletzung. Ein Minus von 8% gegenüber dem Vorjahr. Ich möchte diese Zahlen aus unterschiedlichen Blickwinkeln näher erläutern. Zunächst zur Unterscheidung zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Tötungsdelikten. Von den 153 Opfern wurden 61 Kinder vorsätzlich getötet, also Mord oder Totschlag. Weitere 87 starben, weil Eltern oder Angehörige ihre Sorgfaltspflichten fahrlässig vernachlässigten. Weitere 5 Opfer kamen bei einer strafrechtlich sogenannten Körperverletzung mit Todesfolge ums Leben. Welche Altersgruppe ist nach der polizeilichen Kriminalstatistik am stärksten gefährdet? Das größte Risiko betrifft eindeutig die Neugeborenen bis unter 6-jährigen Kinder, nämlich 119 Opfer von 153. Das sind 78% aller Tötungsdelikte. Den Schwerpunkt allerdings bilden hier die bis 2-Jährigen mit 84 Opfern, gleich 55%. Ich möchte auch unterscheiden zwischen Mord- und Totschlagsdelikten. Als vorsätzlicher Mord an Kindern wurden 23 Taten, das sind 15 von den 153 Tötungsdelikten, eingestuft. Mord aus niederen Beweggründen betraf 61% der unter 6-Jährigen, insgesamt 14 Opfer. Bei diesen 14 Morddelikten gab es in 2013 immer eine Vorbeziehung. Täter waren also Vater, Mutter, Großeltern, Geschwister oder sonstige Angehörige. Diese Kinder wurden also in ihrem sozialen Nahraum getötet durch Personen, deren Aufgabe es gewesen wäre, für das Wohlbefinden und die Sicherheit dieser Kinder Sorge zu tragen. 38 Fälle wurden als sogenannte Totschlagsdelikte eingestuft. Fälle, bei denen das Gericht zum Beispiel eine Tatbegehung im Affekt annimmt, als Beispiel. Diese Fälle haben eine geringere Strafandrohung als zum Beispiel Mord aus niederen Beweggründen. Auch hier tragen die unter 6-Jährigen Kinder mit 31 Opfern gleich 82% das größte Risiko. Schaut man allerdings auf die Gesamtzahl aller 153 vollendeten Tötungsdelikte, also auf Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung insgesamt, dann bestand bei der Hälfte der vollendeten Tötungsdelikte zum getöteten Kind ein Erziehungs- und Betreuungsverhältnis. Zu diesen vollendeten Delikten kommen noch versuchte Mord- und Totschlagsdelikte. Immerhin 72 versuchte Morde und Totschlagsdelikte. Das ist ein Minus von 4% gegenüber 2012. Meine Damen und Herren, insgesamt verzeichnen wir in den vergangenen 10 Jahren einen insgesamt aber deutlich rückläufigen Trend. Die Zahl getöteter Kinder ist seit 2004 um gut ein Drittel, nämlich um 34% gesunken, von 233 vollendeten Tötungen auf 153 im Jahr 2013. Dennoch zeichnen die Zahlen ein trauriges Bild. Denn sie bedeuten, dass 2013 im Durchschnitt 3 Kinder pro Woche unter strafrechtlich relevanten Umständen in Deutschland ums Leben kamen. Nun zu den Kindesmisshandlungen. 4.016 Kinder wurden laut Kriminalstatistik im Jahr 2013 Opfer von Kindesmisshandlungen.
Knapp die Hälfte davon, nämlich 44%, war zum Zeitpunkt der Tat unter 6 Jahre alt. Also auch hier bestätigt sich der Trend, dass die bis 6-Jährigen am stärksten betroffen sind. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das nur einen geringen Zuwachs von 1%. Über die vergangenen 10 Jahre hinweg betrachtet, verzeichnen wir bei dem Delikt der Kindesmisshandlung jedoch einen deutlichen Anstieg um 18%. Nun zum sexuellen Missbrauch von Kindern. 13.647 Kinder wurden 2013 Opfer eines sexuellen Missbrauchs, gegenüber 2012 ein Minus von 2%. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeden Tag 37 Kinder in Deutschland sexuell missbraucht werden. In mehr als der Hälfte aller Fälle stammen die Täter aus der Verwandtschaft, 25%, oder aus dem Bekanntenkreis mit 29%. Auch das bedeutet, dass diese Kinder von Personen missbraucht wurden, die sie kannten und denen sie vertrauten. Zu dieser Gruppe des sexuellen Missbrauchs gehört auch die Kinderpornografie. 6.700 Fälle des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie gehören zur Bilanz des Jahres 2013. Über dem Vorjahr ein Anstieg von 16%. 132 Fälle davon betrafen den realen, eventuell noch andauernden Missbrauch von Kindern. Es ging um besonders schwere Formen des schweren sexuellen Missbrauchs zur Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften in Deutschland. Diese Fälle werden durch die Polizei mit höchster Priorität und der Zurückstellung aller anderen Verfahren bearbeitet. Massenverfahren mit Hunderten oder gar Tausenden von Konsumenten kinderpornografischer Abbildungen müssen dann zunächst zurückstehen. Durch das Tatmittel Internet findet kinderpornografisches Material, das den sexuellen Missbrauch von Kindern in Deutschland zeigt, weltweit Verbreitung. Hier ist eindeutig der Vorrang im Hinblick auf noch andauernden Missbrauch, und Konsumentenverfahren müssen dann, wie gesagt, zurückstehen. Ein Beispiel aus der Praxis. Anlässlich eines Ermittlungsverfahrens des Bundeskriminalamtes in 2012 waren 7 Videodateien, die von der dänischen Polizei auf einem sogenannten Torboard, das ist ein Anonymisierungsverfahren, im Internet festgestellt worden. Die Spur führte nach Deutschland. Die Videos dokumentierten den schweren sexuellen Missbrauch an einem 10-jährigen Jungen durch einen ca. 35-jährigen Täter. Das Opfer war mit Handschellen gefesselt, der Mund zugeklebt. Ein Abgleich des Tätergesichts mit dem Gesichtserkennungssystem des Bundeskriminalamtes verlief negativ. Negativ war auch die bundesweite Abfrage, die wir in der Regel dann durchführen bei allen Fachdienststellen der Polizei in Deutschland. Der Durchbruch bei den Ermittlungen erfolgte am 27. Februar 2013 durch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Der entscheidende Hinweis kam kurz vor Mitternacht. Das Opfer war der leibliche Sohn des 35-Jährigen. In vergleichbaren Fällen haben wir in Deutschland auch mehrmals die sogenannte Schulfahndung eingesetzt. In Abhängigkeit vom vermuteten Lebensalter des Opfers wird den Lehrern von allen in Betracht kommenden Schulen in Deutschland durch die Länderpolizeien ein besonders aufbereitetes Gesichtsbild des Opfers mit der Bitte um Identifizierung zugeschickt. Der große Aufwand ist gerechtfertigt. Missbrauchte Kinder konnten in mehreren Fällen identifiziert und befreit werden. Kommen wir zum Fazit. Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern sind schwere Straftaten mit einem großen, teils lebenslang andauernden Schaden für die Opfer. So dürfen auch die in einigen Deliktsbereichen langfristig sinkenden Fallzahlen keine Entwarnung für uns sein. Im Gegenteil, jeder einzelne Fall von Gewalt an Kindern ist eine Tragödie. Daher müssen wir alles daran setzen, dass Fälle von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch noch frühzeitiger erkannt und verhindert werden. Das Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden, Politik, Justiz, kommunalen Behörden und auch privaten Akteuren ist dabei entscheidend. Vor allem aber muss Anzeige erstattet werden. Wer wegsieht, macht sich mitschuldig am Leid der Kinder. Vielen Dank. Danke, Herr Zierke. Herr Becker, bitte. Sehr geehrter Herr Zierke, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz begrüßen, zu der Sie so zahlreich erschienen sind, wenngleich der Anlass natürlich alles andere als ein erfreulicher Anlass ist. Im Jahr 2013 sind 153 Kinder durch Gewalt oder Vernachlässigung ums Leben gekommen. 153 Kinder, die Leid erleben mussten, viele von ihnen über mehrere Jahre hinweg, vielleicht sogar vom ersten Tag ihres Lebens an. 153 Kinder, die nicht gerettet wurden. 153, die durch ein löchriges Kinder- und Jugendhilfesystem fielen. Und nicht nur sie. Die Statistiken zeigen auch über 4.000 misshandelte Kinder, fast 15.000, man erfasste das Ausmaß dieser Zahl, Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden. Kinder, für die wir alle eine Verantwortung haben.
Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland immer noch trauriger Alltag. Eine andere Auslegung lassen diese Zahlen, auch wenn sie an einigen wenigen Stellen einen zahlenmäßigen Rückgang verzeichnen, nicht zu. Der Staat muss endlich aufhören, viel Geld gießkannhaft in ein löchriges Kinder- und Jugendschutzsystem zu investieren und nur notdürftig die gröbsten Löcher zu stopfen. Es bedarf einer Generalüberholung, bei der nicht politische Prioritäten, sondern die Einschätzung von Expertinnen und Experten aus der Praxis den Rahmen vorgeben und ausführen. Um Struktur und Effizienz in das System zu bringen, bedarf es einheitlicher Fachstandards, gerechter Entlohnung als auch einer Supervision und einer Entlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendhilfe. Frühe Hilfen müssen ihrem Namen auch gerecht werden, indem sie frühestmöglich zum Einsatz kommen. Unterstützungsmaßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe dürfen nicht erst Anwendung finden, wenn es zu spät ist. Überforderte Familien und alle, die mit Kindern arbeiten, müssen einen Ansprechpartner haben und Hilfe erhalten, bevor es zu einer Eskalation kommt. Ein System, das präventiv tätig wird, wird sich mittel- und langfristig auch wirtschaftlich auszahlen. Investiert werden muss auch in den Auf- und Ausbau von Kinderschutzambulanzen, wie die in der Charité in Berlin, zu der mein Kollege Professor Zockers sicherlich gerne noch ein paar Worte sagen wird und welche von der Deutschen Kinderhilfe ausdrücklich unterstützt wird. Darüber hinaus müssen Prävention und Beratung im Fokus der Kinderschutzarbeit stehen. Wir brauchen ein engmaschiges, niedrigschwelliges, hochspezialisiertes Beratungssystem, dessen Finanzierung langfristig gesichert wird. Dies gilt für regionale Beratungsangebote, insbesondere im ländlichen Raum, aber auch für eine bestmöglichst bundesweite Kinderschutzhotline, wie sie seit 2008 in Mecklenburg-Vorpommern bereits eingeführt wurde und große Erfolge verzeichnete. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der in Obhutnahmen gefährdeter Kinder durch das Jugendamt seit 2008 verdoppelt gegenüber dem Zeitraum davor. Es gibt immer noch Bundesländer, die dann sagen, wir haben eine Nummer gegen Kummer und das reicht aus. Es reicht nicht aus. Zugleich sage ich aber auch ganz deutlich, die Kommunen, die natürlich ihr System auch finanzieren müssen, müssen dann auch bei einer verdoppelten Zahl mit einer Verdoppelung der Hilfe zur Erziehung rechnen. Und sie müssen natürlich auch mit einer Verdoppelung rechnen von Fremdunterbringung. Sie müssen also auch finanziell durch das Land oder gar durch den Bund entlastet werden. Das muss man bloß beim Namen nennen. Gesetze allein bewirken keinen gesellschaftlichen Wandel. Kinderschutz geht uns alle an. Nicht nur in der Politik, auch in den Köpfen muss sich das gesetzliche Gewalttabu durchsetzen. Alles Engagement von Kinder- und Jugendschützern nützt wenig, wenn Nachbarn, Familienangehörige, Freunde oder Passanten die Augen verschließen und misshandelnden Eltern einen privaten Schutzraum für ihre Taten bieten. Dem allgemeinen Irrglauben, dass das, was privat passiert, auch privat ist, muss Einhalt geboten werden. Die Deutsche Kinderhilfe und ihre Mitstreiter fordern daher von allen Menschen in unserem Land einen beherzten Einsatz für unsere Kinder. Jedes Zögern und jedes Wegsehen kann ein weiteres kindliches Opfer bedeuten. Statt falscher Scheu fordern wir eine Kultur des Hinsehens und Tätigwerdens für unsere aller Kinder. Vielen Dank, Herr Becker. Mit der Bitte um kurze Ergänzung, Frau Professor Beckmann. Ja, vielen Dank. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, jetzt auch gerade im Anschluss an meine Vorredner, auf die Berufsgruppe zu schauen, die fallfederführend im Kinderschutz zuständig ist. Und das ist die Abteilung ASD oder in manchen Orten auch KSD des Jugendamtes. Und hier arbeiten bundesweit gesehen nur 8.000 Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, die wie gesagt die hauptverantwortlichen Entscheidungsträger im Kinderschutz sind. Diese 8.000 Sozialpädagogen sehen sich seit Jahren mit steigenden Fallzahlen konfrontiert. Im Jahr 2012 wurde erstmals die Millionenmarke durchbrochen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Das heißt, wir haben bei den Zahlen in der Kinder- und Jugendhilfe einen absoluten Aufwärtstrend, der kein Aufwärtstrend auf der Personalebene gleichgestellt ist. Das heißt, wir haben quasi gleichbleibend viel Personal in den Jugendämtern bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen. Das heißt, wir haben sehr viele Kollegen in den Jugendämtern, die massiv überlastet sind, die sehr viel krankgeschrieben sind, was in der Tat zu einer sehr, sehr hohen Fluktuation innerhalb des ASDs geführt hat. Und das sehe ich in der Tat in einem ganz engen Zusammenhang mit einer fehlenden Fallzahl-Obergrenze für die einzelnen Kollegen in den ASDs. 2011 ist das beispielsweise im Nachgang nach der Bearbeitung des Falls Kevins für die Amtsvormünder eingeführt worden. Das heißt, da macht jetzt ein Amtsvormund nur noch die Betreuung für 50 Mündel. Etwas Vergleichbares gibt es für die Kollegen im ASD nicht. Das heißt, sie haben bundesweit Unterschiede von einer, in NRW zum Beispiel, muss 30 Fälle betreuen,
Hier in Berlin sind wir dann in einigen Bezirken direkt bei 160 pro Mitarbeiter. Und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht möglich ist, sich wirklich um 160 problematische Familien bzw. hilfebedürftige, schutzbedürftige Kinder zu kümmern. Wenn Sie sich fragen, woher kommt das denn, dass wir diese wahnsinnigen Disparitäten haben zwischen 30 und 160 Fällen pro Sachbearbeiter, dann ist das genau das, was Herr Becker gerade auch schon angesprochen hat. Die Jugendämter, das wissen viele nicht, sind ganz normale Verwaltungseinheiten der Stadt, müssen also von der jeweiligen Stadt finanziert werden. Und dass die Städte in Deutschland finanziell sehr unterschiedlich aufgestellt sind, ich glaube, das ist jedem klar. Was es gesetzlich gibt, das ist die Vorgabe, die Jugendämter angemessen auszustatten, nämlich angemessen mit Finanzen und angemessen mit Personal. Die große Lücke, die ich persönlich sehe, ist, dass es niemanden gibt, der das kontrolliert, ob genau diese personelle und finanzielle angemessene Ausstattung eigentlich erfolgt ist. Und diese Lücke gilt es schnellstmöglich zu schließen. Vielen Dank.